Do you? You. Pit window opens on lap 1.0. You're in pole. 46 laps. Ja, Sprit nicht vergessen, gell, Keute? Jo. Kühlung, was machst denn du da? Ich habe bei Antriebsstrang habe ich jetzt 80 und beim Bremsen 45. Was jetzt ist? Wenn du auf erweitertes Setup gehst. Antriebsstrang? Ja, da steht doch bei Antriebsstrang Kühleröffnung. Da Treibstoff unter Treibstoff. Da habe ich, da habe ich jetzt 80 drin. Ja, ich auch. Ja, okay. Und bei den Reifen, Bremsen, bla bla bla, habe ich 45 bei beiden drin. Bei Bremskühlschaft vorne und hinten. Achso, da habe ich 40. Okay. Druck habe ich vorne 1,05, hinten 1. Okay. Gut, dann starten wir das Ding mal. Wieder Pflichtbox stoppen, ne? Ja, genau. Du kannst auch nachtanken, ne? Und sowas. Nachtanken, ja. Reifen wechseln. Ja. Also es gibt Pflichtboxenstopp irgendwann, musst du irgendwann machen, genau. Ja, Reifen wechseln tut er selber, da muss ich nicht hin, wie, wenn deine Reifen noch gut sind, macht das nicht. Da musst du explizit nochmal drauf hinweisen, dass er dir die auch wechseln soll. Okay. Ich werde es schon schaffen. In dem Menü da, ja. Okay, dann mach ich mal bereit. Wenn die Zeit abgelaufen ist und bist, glaube ich, nicht bereit, dann bist du, glaube ich, weg. Das ist scheiße. Okay, Helmut, get ready. Go, go, go. Go, go, go. Wieso fahre ich jetzt mit der Cockpit-Kamera? Ja, das war bei mir auch so. Ist ja auch umstellen gerade eben. Ich weiß gar nicht, wo die Belegung ist. Car right. Ich hab keine Ahnung, wo ich das umstelle jetzt. Hold your line. Ich hab es halt belegt vorher alles. Still, you're in the middle. Ja, jetzt bin ich im Menü. Ja, krass. Geil. Still there, clear, clear all round. Car left, clear left. Ich kann so nicht fahren. Jetzt sind wir neu starten. Ist es. Aber kann man das überhaupt einfach so? Car right, clear right. Nice start, mate, well done. Hast du es jetzt, oder? Boah, ja, jetzt hab ich's. Aber halt massig Zeit verloren. Jetzt hab ich einfach alles durchgedrückt. Okay. Einfach auf dein Lenkrad mal auf alle Tasten gedrückt, die da sind, oder was, oder wie? Ja, war dreimal im Menü und fünfmal im Exit. Scheiße. Bist du dir sicher? Okay. War bis 3 Sekunden hinter mir, laut dem Zeitplan. Arschkalt. Aber noch, ja. Auf dem Graden sind die heftig schnell. On your right, you're in the middle. Ich hab viel weniger Flügel scheinbar dabei. Still there. Muss ich grad sagen. Right side's clear. Clear all around. Okay, Helmut, the pit window is now open. Ich schieß mich ab in der ersten Kurve. Left side. Hold your line. Still there. Clear left. Car left. Clear left. Left side. Still there. You're in the middle. Three wide. Clear right. Verrückt. Clear all round. Full aggressiv. Ah, geht. Wieder ab ins Zäpfchen. Thank you.
Abstand rausfahren in Sektor 2. Auf den Geraden kommen die schon brutal. Behind us now, 0.9. Position bist du? 14. Kannst du bei dir nicht vorbei, kannst du vergessen. Wir sind gerade zu schnell sind. Fastest lap. That last lap was a 132.70. It's like a crashed. Deep. Yep. Okay. Gut. Ich zwölfte. Okay. Jawohl. Ich mag, dass meine Reifen langsam heiß werden. Rutschen fängt an. On the lead. Macht die Tage. Car right. Clear right. Ich werde auch voll attackiert. Alle da wieder. Von Speedy ist ein Vollidioten, Alter. Oh, das ist nett. Also, die fahren schon in Ordnung, aber die machen Attacke. Nicht. Ich sehe schon 11 da wieder. The gap to Rampanelli behind is now 0.8. You've just done a 133.22. Was machen die?
Keine Ahnung, was machen die denn? Fahren wir jetzt einmal ins Heck in der Kurve. Stechen in irgendeinem, was in Löchern ist, nicht liegt. Alright, Helmut, don't let this guy distract you. Hast du die aggressiver eingestellt oder höher? Nein. Einfach niedrig. Von der Aggressivität. Ne, von der Stufe. Wie das letzte Mal auf 100 war ich. So wie bei dem Rennen, wo du den davon gefahren bist da. Wo ich kein Land gesehen habe. Bei dem Portimao, wo kein Portimao war. Aber absetzen kann ich mich auch nicht von denen gefahren. Die sind die ganze Zeit bei mir. Jetzt fahren die zu dritt nebeneinander. Okay, three wide. Ja, vielleicht brauchen die ja Scheiße. Crash, wäre gut für dich. Car left. Clear left. Left side. Clear left. Haben wir jetzt eben auch zum Beispiel reingestochen, ne? Was war alles in Ordnung, was er gemacht hat, der Move. Es fällt halt maximal auf, was die machen. Ich sehe nichts wegen meiner Katze. Katze, geh weg bitte. Danke. Greenfield. Ja. Ich sehe, 9. bis jetzt. 9:26 AM. Wir haben es gegen Soße. Die Soße. Die Soße. Jawohl. Car right. Clear right. That left, right side. Clear right. Ja, voll am Fight. Aber bisher ist alles okay mit dem Schlechter. Car left. Still there. He's still there. Hold your line, clear left. Left side, 3-1, clear left. Clear all round. Erste Pünktchen hast du schon. Ich könnte mich in den Haxen ausfüllen. Da gibt es noch weiter vor. Das ist ja freie Fahrt. Wir haben keine weiteren Informationen. Gott sei Dank.
gap to Rampanelli. Behind is now 0.9. Okay, Helmut, we're matching race pace. That lap time was 1:32.64. Kurve 1 und 2 rutschig extrem. Ist ein RS, ja. Verlieren ihre Kurve auf dich, das ist gigantisch. Langsam absetzen von den hinten dran. Also ich fahre im dritten die ersten beiden, ne? Okay. Dann geht's eigentlich gut. To Rampanelli. Behind is now 3.3. That lap was a 1:33.40. Oh, jetzt kommst du eigentlich gut mit, oder? 13,6 ist die ganze Zeit jetzt Abstand. Mhm. Scheint so. Mhm. So eine Stelle gefunden, wo Scheiße waren, ja? Ja, eigentlich nicht. Okay. Das ist so Wahnsinn. Ja? Du bist mit halb Sprit gestartet, oder was? Oder mit wie viel? Halb. Okay. Dann machst du beim Stop auch halber dann. Was? Ich auch. Was ist?
du hast auch so was? Ich habe jetzt noch 15 Liter. Also für ca. 13 Runden habe ich noch Sprit. Ich habe eben auch meine Box mal angeguckt. Also die Strategie in dem ICR-Menü hat gepasst. Kommt immer der Arsch in der ersten Kurve. Es geht mir so auf den Nerven. Kannst du bremsen, wie du willst, Alter. Ich bremse da recht früh schon eigentlich sogar. Noch einen Tick vorm 100 Meter Schild. Also, wo du bremst, wie du es machst. Bremst man das aus auf 58, oder? Denke ich. Ja. Rampanelli behind is increasing. It's now 4.5 seconds. You've just done a 133.26. Auf zu dem Vordermann oder dass es eher so gleich bleibt? Ich hole wieder auf. Okay. So. Da hat ja mal eine Gruppe locker mal bis P5, ne? Wo du da vor dir hast. Achso, in etwa. Der ist schon in der Box. Geht jetzt aber früh. Jetzt weißt du, ob Strategie wieder was. Muss ja jetzt Unmengen an Sprit hier reinmachen, ne, der Typ. Na, da ist auch klar, warum die so schnell waren, wenn die weniger Sprit noch dabei hatten, zusätzlich vielleicht.
Okay, Helmut. Lap times are pretty consistent. The gap behind is now 5.3. Kurve 1 jetzt raus. Ja. Wir bremsen, ne? Okay. Ja. Ich glaube, mal zu langsam vor. Verpiss dich! Vom Abstand her ist jetzt sehr konstant eigentlich, oder? Was machen die? Was ist das? Ich seh's nicht. Locker noch zwei Tage, denke ich. So weiter. Egal. Wie gesagt, dein Abstand ist auch voll konstant. Das ganze Zeit bei 16,4, 16 irgendwas zu mir. Also sieht gut aus, was du machst. Da ich der KI auch davon fahre, muss sie ja aktuell schneller sein als die alle. Heißt, müsst ihr alle noch kriegen. Behinds increased to 7.5 seconds. Letzten Kurve verliere ich auch immer extrem. Ja. Thank you.
Jetzt war nur der eine in der Box, ne? Sonst keiner mehr. Oh, vielleicht ist immer noch 16.3 zu dir, so gut. Warst du in der Halbgas? Nee. Ich war ganz normal. Sector 1 is 0.6 off the pace. Your sector 2 time is quick. Sector 3 is 0.31 off the pace. Hier ist voll ab, Inception Card. Es ist immer noch 16.3. Was machst du hier, Alter? Your lap times are pretty consistent. Kosten nur Zeit, die Arschlöcher. Stimmt. Aber es geht immer weiter irgendwas. Es geht immer weiter vor für dich. Weil das keine Arschlöcher mehr vor dir. Sind nicht viel besser wie Codemasters, das sage ich dir. Wie gesagt, ich habe ja auch mit denen gefightet, das war alles okay. Das hat mir 1,5 Sekunden gekostet, das Scheiße. Codemasters, die kosten dir das ganze Rennen, Alter. Weil du dadurch kaputt bist. Und Reifen wechseln musst und was weiß ich was. Scheiße, ich muss in die Box. Oh. Denk dran, ne? Spritz, dass du genug auffüllst. Ne? Oder dass du es in der Menünummer nachguckst, dass es passt. Alles. Okay, Helmut, you got about 4 laps of fuel left. That was 133.32. Jetzt auch noch 4 Runden, dann muss ich auch in die Box.
Verpiss dich. Kosten maximal Zeit die alte Kölner. Ich hasse das. Hast du Dreher gehabt oder was? Oder? Nee. Doch scheiße sowas. Ja lol. Was denn? Das ist kein Hütchen. Jetzt habe ich eine Zeitstrafe. So ein Strich, oder? Ja, nur ein Strich, ja. Das ist jetzt denn anders. Jetzt auch zum kurzen sowas. Ja, sowas muss halt immer üben im Training oder was weiß ich. Alter! Ja, 10 Sekunden Penalty, Alter, brutal. Das ist nix. Ich hab mich auf die Pylone jetzt konzentriert, wenn da keine steht. Ja gut, bei Codemasters ist es auch immer anders, ne? Das ist auch nicht immer irgendwie das gleiche Streamer. Jede Boxeneinfahrt ist halt individuell. Deswegen sollte man die auch immer üben. Die nächste Runde Box. Okay, Helmut, that's half distance. We estimate 2 laps of fuel left. Stopp, Alter. 15 Sekunden. So. So Damage gehabt oder was? Was weiß ich. Scheißegal. Scheißegal. Statt Spiel, Alter. Wie ja, abgeht. Traffic when you exit the pits. When we leave the pits, we think we'll be in P14. Immediately behind B14. The pit crew's ready. What's your speed limit in the pits? Go. 10 Sekunden Stopp hatte ich. Glückwunsch. Danke. It exits on your right side clear.
Hi, Helmut. You're reeling. Sousa in. The gap is now 1.5 seconds. Eighth place. Leader is pitting now. Emmanuel is now leading. Okay, Helmut. That's good consistency. Keep it up. Right. Still there. He's still there. Clear right. Nice pass. Car left, clear left. Aber sehr schön, was du hast. Ich bin eben wieder bei ihm auch überholt, ohne Probleme. On your right. He's still there. Hold your line. Still there. Clear right, V4. Your lap time was at 1:33.48. Also eben zwei Stück überholt, ohne Probleme. Car right. Still there. Hold your line. You're in the middle, three wide. Clear all around. Soße. Die Soße. Dein Freund, die Soße. Okay, Helmut. You're reeling this guy in. The gap's now 5.3 seconds. Was denn, was aufgegeben? Sousa, behind is increasing. It's now 1.0. Hm? Auf die Scheiße. Ist beendet. Okay. Ständig crashen die in dich rein und das mit der Box hat mir nur Resultiven. Sehen. The
car in front is pitting. This is terrific. Exactly what we came here for, P3. Aber sie ist auf 500 Tour, weil wir ständig in die Karte fuhren. The next car is manual. Auf der Seite, die Uhr hatte schon. Sehr, wie du bei mir gesehen hast, ich habe keine Probleme gehabt. Naja, aber wenn die hinten alle zu dritt, zu viert nebeneinander fahren, ja, hast keine Chance. Du bleibst über. Wenn ich pro Überholung über das 2 Sekunden kostet, das ist ja echt normal. Das ist schon normal. Ich meine, es ist ja auch klar, dass sie sich nicht durchwinken und dich einfach fahren lassen. Ja, wenn Löcher reinstechen, die es nicht gibt, brauchen sie auch nicht. Ich weiß nicht, warum die bei mir bis jetzt noch nie gemacht. Siehst du mal, wenn du hinten losfährst. Ich bin auch schon hinten losgefahren, hat ganz normale Rennen gegen die. Hat das Pool? Hm? Hat das Pool? Ja, jetzt in dem Rennen, aber das ist ja nicht mein erstes Rennen hingeschrieben. Am Anfang haben wir auch die Hölle heiß gemacht, die ersten paar Runden. Und sind ja auch hier und da reingestochen, aber das war alles in Ordnung. Mal stellen, wo man auch reinstechen kann, sag ich mal. Ich kann nicht mehr sagen. Sollen wir dein Replay dann angucken? You're gaining on the guy in front. The gap is 11 seconds. Ich meine, die letzten Rennen liefen ja extrem auch gut hier für dich, wo du gefahren hast. Das war sein erstes Rennen, wo er scheiße lief. Musste ja so kommen. Ja. Aber mir lief bei Codemasters alle Rennen scheiße. Emmanuel, ahead is pitting. Rampanelli behind is now 14 seconds. Hm? Wann geht denn die Scheiße noch? 15 Runden. Ich kann nicht rausgehen, ne? Stimmt schon, dass du rausgehen kannst. Ist ja kein Codemasters oder sowas. Das ganze Spiel dann crasht, wenn einer verlässt. Das ist auch voll der Schwachsinn, ist er hier. You're in the lead. Your lap time was 133.70. Jetzt sogar noch Punkte bekommen, hättest sogar um P2 fahren können. Niemals, ich war 50 Sekunden hinter dem.
Ja, und die Farbe haben wir alle noch nicht gepittet. Jetzt will ich ihm leben, Alter. Du warst ja gleich schnell, bist ja gleich schnell gefahren wie ich. Blödsinn. Tor, ich hab's doch gesehen. Das war die ganze Zeit, der Abstand war gleich. Die ganze Zeit bei 16,3 oder so. Durchgehend. Außer du hast ein Überholmanöver, dann ist es ein bisschen zurück, aber sonst warst du gleich schnell. So Rampanelli behind is now 14 seconds. Sector 1 is 0.5 off the pace. Jetzt bist du rausgegangen oder was? Oder guckst du noch zu? Mhm. Nee, bin ich raus. Okay. Nimm noch Weltrekord halt den Spielberg. Du, jawohl. Siehst du Spielberg? We haven't got that data. Spielberg bügelt ziemlich bestimmt. Repeat, please. Ich schau grad, was das Curitiba für eine Strecke ist. Ah, Curitiba. Was soll das sein? Ist das unsere nächste oder was? Ne, die übernächste. Okay. Aber was soll das sein? So. Hm? Soll das ein Witz sein? Warum? Hast du mich verarscht oder was? Was? So blöd kann keiner sein. Spielberg ist erst der siebte. Oh, Marco. Your last lap time was 133.41. Helmut Marco. Portimao. Portimao. Da warst du doch, da bist du abgegangen mit Zäpfchen auf der Strecke. Da hab ich kein Land gesehen. Da warst du pro Runde eine Sekunde schneller. So ein Quatsch. Doch. Da warst du voll der Killer. Mit der Attila. Also sag, Punkte wären locker drin gewesen auch eben für dich. Punkte schon, aber keine massiven. Egal, aber es geht um jeden Punkt. Scheißegal. Ein Doppelsieg wäre drin gewesen, so schaut's aus. Ein Doppelsieg für Force India. Ey, ich meine, du bist mal der Rekordhalter an Spielberg, ja. Ausgestellt war bei mir. Hm? Die Karte war ausgestellt bei mir. So. Okay. You're leading. Das heißt, du hast gar nicht gesehen, wo wer hockt, oder was? Gap
to Rampanelli behind is increasing. It's now 16 seconds. Was ist unsere nächste Strecke eigentlich, wo wir fahren? Montreal. Montreal, Alter, ist doch gut. Da kannst du mich bügeln. Da bist du auch fast noch Rekordhalter. Bestimmt. Abgesehen von diesem komischen Fahrer, wo du gesagt hast. Aber ich dachte, wir fahren immer so eine halbe Stunde rein und keine eineinhalb Stunden. Wie du gesagt, 200 Kilometer, oder? Das ist doch geschickt auch. Habe ich mich vertan. Ah, 10 Runden noch, 11. Ja, okay, sagen wir 10, fast 10. Ja, ist aber wirklich vielleicht ein bisschen lang, ne? Vielleicht ein bisschen reduzieren können wir schon. Gebe ich dir schon recht. Mhm. Nur das 50 Kilometer. Ja. Da hast du schon recht. Egal, ich muss es auch durch die 10 Runden. Montreal wird bestimmt cool. Dann schlafst du auch von vorne weg, dann hast du eh keine Probleme mit der KI. Alles mit der Kamera war aber wirklich scheiße, ne? Am Anfang war bei mir auch so. Aber wenn du halt nicht weißt, wo dann dein Knopf ist, das ist ultra scheiße. Ja, das hat mir auch 3-4 Sekunden gekostet. Mhm. Das war in vorigen Rennen war das nicht. Mhm. Ne, bei mir war es eigentlich bisher oft schon so, dass er eine andere Kamera irgendwie drin hatte. Aber ich wusste halt immer auch, wo ich draufdrücken muss, dass es wieder passt. Ne? To Rampanelli behind is increasing. It's now 17 seconds. Fährst du jetzt irgendwo Montreal oder was? Oder was machst du? Nee, das ist Kohlrabi, oder wie heißt das? Kohlrabi. Curitiba. Also. Kohlrabi. Da war ich sogar schon mal in echt. Also nicht auf der Strecke, aber bei dem Ort. Da hat mein Kumpel nämlich gewohnt, wo ich besucht habe. Okay. Gut, Curitiba ist eine einfache Strecke, oder? Können wir ja später nochmal testen, ob, oder wenn ich jetzt Hockenheim oder sowas host, ob das dann auch mitfahren kannst. Was meinst du? Ich habe ja jetzt auch Hockenheim und sowas, diese Strecken. Wenn ich dich dazu einlade, ob du die dann auch fahren kannst, weißt du? Stimmt. Das können wir dann auch noch testen.
muss noch 7,5 Runden fahren hier. Gap to Rampanelli behind is increasing. It's now 18 seconds. That lap was a 133.40. Kulicsiba schon gefahren? Ja. Fünf Runden oder so. In dieser WM hier, wo du fahren kannst, war die dabei. Ich bin jetzt auf Platz 2 auf dem Weltrekord. Okay. Krass. Also kommst gut zurecht auf der, wie es aussieht. Weil? Welche Edellied würdest du fahren wollen? Hm? Die lange oder die kurze Edellied? Ja, die lange Version würde ich sagen. Oder was meinst du? Aber mir ist egal, du darfst entscheiden. Ist ja wurscht. Du bist der Boss, Boss. Jo, was hat das? Ich hab mein Lenkrad mal kurz losgelassen und dann. Ich sag dir, mein Force Feedback, das geht ab. Wie Zäpfchen. Bei dem Spiel. Auch schon langsam tun wir schon die Arme weh. Ist ja keine Lusche. Ja. Ja, wie gesagt, noch 5 Runden. Schaffe ich noch. Alles für den Sieg. Ja, nach meinen ganzen Niederlagen gegen dich hier muss ich auch mal gewinnen. Es ist halt jetzt scheiße, dass es der erste Lauf ist, wo zählt. Ne? Aber ich weiß, du kommst bestimmt stark zurück.
uns ja eh schon gedacht, dass Interlagos vielleicht eher meine Strecke sein wird auch. Wobei du echt nicht schlecht warst, ne? Also ich hab's ja von Zeiten gesehen, das war ja wirklich... Warst ja schon dran. The gap to Rampanelli behind is now 20 seconds. Ist jetzt die lange Version vom Kurich übergefahren oder die kurzen? Bei deinem Weltrekord. Ich weiß nicht, die erste halt so. Keine Ahnung. Also die, wo noch so eine Schikane was mehr hat oder was? Oder wie man auch das nennen soll. Nee, das ist alles rund. Ja, die eine ist doch irgendwie die gerade länger oder was? Und bei der anderen gibt es da Kurven, glaube ich, oder? Irgendwie. Ich habe die erste genommen, die ich mir vorgeschlagen hat. Ja, okay. Und das ist dann eh meine Bestzeit. Meine Bestzeit siehst du ja dann eh. Ja, ja. Aju. Aber Adelaide ist schon heftig. Adelaide? Bin ich selbst noch auch nicht gefahren. Habe ich keine Ahnung, wie die so abgeht oder nicht. Ich weiß nur, dass es halt früher mal eine Formel 1 Strecke war, ne? So in den 90ern. Ja, aber 200 Kilometer ist zu viel, das ist echt recht. Vielleicht komme ich noch zum Überrunden. Mal gucken. Wenigstens ein bisschen Action noch. Es ist Motorschaden. Das ist schon heftig. Okay. Also hart, schwere Strecke. Ja. Okay. Wieso? Ich bin so noch nie gefahren. Ich weiß es nicht. Ich habe gedacht, das werden wir schon hinbekommen. Ja, die Anstände sind so hoch. Die heben dich aus. Ja. Ich meine, gut, wir können auch noch Strecken wechseln oder was. Das meinst, die ist scheiße und taugt's nicht. Übungssache halt, ne? Mhm. Ja, vor allem wenn jetzt vielleicht auch Hockenheim oder sowas geht, oder Nürburgring oder Monster oder sowas, ne? Das wären dann eh geile Kandidaten auch. Aber müssen wir ja erstmal gucken dann.
one, Helmet. Two to go. Stay focused. We can win this. Ah, zwei Runden noch. Closes at the end of this lap. You've just done a 133.08. Zwei Ründchen noch, dann habe ich's. In eine Überrundung. Wahrscheinlich. Come on, Helmet. Last lap. Keep your shit together. You're not home yet. Pit window is now closed. That lap was a 133.00. Fast jetzt leider later das, oder? Moment noch. Ich bin gleich fertig. Letzte Runde ist quasi gut wie durch. So. Understood. I'll give those calls. Well done, mate. That was absolutely perfect. Great win. Danke dir. Danke, danke. Insgesamt eine Stunde, 12 Minuten war das jetzt. Vielen Dank fürs Zuschauen, wenn überhaupt jemand zugeschaut hat. Und bis zum nächsten Mal aus Montreal. Also Leute, macht's gut. Ciao, ciao.